Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parasite Eve. In der letzten Folge haben wir sehen dürfen, wie die Mitochondrien leblose Körper übernehmen. Einen ganz bestimmten leblosen Körper haben sie übernommen, nämlich den eines, ich glaube das war ein Tyrannosaurus Rex, kann das sein. Und wir haben Eve in der dritten Etage gesehen über Überwachungskameras. Jenen Raum konnten wir aber leider nicht betreten, weil der Raum verschleimert war. Und hier war ich dann doch anscheinend gar nicht mal so verkehrt, denn dort ist eine Tür, ich weiß nicht, ob die beim letzten Mal zu oder auf oder so war, jedenfalls ist jemand da drin. Ja, das ist nämlich der Raum von Dr. Clamp. Hätte man wissen können. Oder auch nicht. Professor Clamp, bewegen Sie sich nicht! Legen Sie Ihre Hände, Hände in die Luft halt, Hände hoch, wo ich Sie sehen kann. Maeda? Da war etwas, was ich testen musste. Darf ich mein Handy jetzt wieder runterlegen? Bist du allein hierhin zurückgegangen? Nein, Daniel kam ein Stückchen mit. Nun, wo ist er? Ja, er ist nach etwas suchen gegangen im Krankenhaus. Er sollte jetzt da unterwegs sein. Wieder hierhin zurück sein auf dem Weg. Oh. In letzter Zeit gab es keine Verbrennung, also jedenfalls habe ich Wayne gefragt, für mich das hinten an der Station zu machen. Bitte benutze es. Was ist das? Ich werde es später erklären. Aber ich glaube, dass das einen Effekt gegen Eve haben wird und die Kreaturen, die sie kontrolliert. Danke, ich schätze, ich muss warten und schauen, was es mir bringt. Maeda's Gun. Oh, eine Waffe, okay. Ich dachte jetzt wieder ein fucking Glücksbringer. Hier, ich gebe dir Medizin dafür. Deal? Deal. Ich habe auch etwas gefunden, ja. Zuerst allemal war ein Blutserum beim, auf dem Kühlschrank lag ein Blutserum mit Meyers Name drauf. Der Name meiner Schwester und nun, der Nachforschungscode wurde Eve genannt. Der Suchcode. Ja. Eve! Dann ist Eve wirklich. Ja, hier nochmal für ganz Dumme. Es scheint, dass es für ihre Leberzellen gemacht wurde. Ihr hat sie in der Vergangenheit kultiviert? Kultiviert? Eingefroren, schätze ich. Würde eher passen. Was meinst du? Wofür? Ich weiß nicht. Es sind keine Daten mehr übrig. Aber es scheint, dass Dr. Clamp sie für Jahre gekühlt hat, aufbewahrt hat, eingefroren hat. Ja, und er hat in letzter Zeit auch sich über Nachforschungen über Spermien betrieben. Für Eve natürlich. Für Eve? Ja, er wollte. Das Mitochondrium aus der Spermie nehmen und so neue Spermien erschaffen? Spermien ohne Parasiten. Spermien, die nur den Nukleus haben. Spermien ohne Mitochondria? Ja. Er nahm das Spermien, das er erschuf, und hat es ins Krankenhaus gebracht. Da würde er jeden künstlich besamen, der sich für seine Experimente bereitstellen würde. Okay, dann, wofür war die HLA-Liste dann? Professor Clamp?
Ihr gewöhnlichen Kreaturen werdet niemals auf mein Level der Untersuchung, der Nachforschung kommen. Professor, ich stelle Sie unter Arrest. Als der Boss dieser Operation. Was hast du? Was du getan hast, ist nicht etwas, mit dem du davon kommen kannst. Verstehen Sie? Ah, ihr seid so lächerlich, Brea. Warum stellen Sie sich auf die Seite der Menschen und befolgen nichtslose Regeln? Diesen ganzen Regeln und Gesetzesquatsch, Mann. Sie sind bedeutungslos, verstehen Sie? Ich schätze, du hast es deinen kleinen Freunden noch nicht gesagt. Deine Mitochondria hat spezielle Kräfte, nicht wahr, Aya? Aber traurigerweise haben sie immer noch nicht die menschliche Form erreicht, nicht wahr? Sie können sagen, was sie wollen, aber ich bin nur hier, um sie gefangen zu nehmen, Professor Clamp. Ich werde sie nicht in Eve einmischen lassen. Haben Sie verstanden? Verstehen Sie? Ey, ja, schau. Okay. Bam. Wo kam er jetzt her? So viel dazu. Hätte er sich auch verwandeln können. Wäre epischer gekommen. Daniel, danke. Ich habe das Skalpell nicht gesehen. Ach, der hat da ein Skalpell in der Hand. Ja, gerade noch rechtzeitig. Warum hast du nicht geschossen? Du hättest getötet werden können. Ich weiß. Es fühlte sich nur nicht real an. Es fühlte sich mehr an. Er ist wieder bei Bewusstsein. Wie lange standet ihr denn jetzt rum? Dass er wieder zu Bewusstsein kommen konnte. Ah, da kam das Püppchen Dollys zur Rettung, hä? Officer Dollys, warum hast du mich nicht auf mich geschossen? Was? Ich weiß, dass du mich hasst. Was willst du damit sagen, hä? Natürlich hasse ich dich, weil du Lorraine. Ich hab gesehen, dass dein Sohn ist also entkommen. Du, ich hätte dich schon viel früher töten sollen. Eines Tages wirst du dafür bezahlen. Das werden wir sehen. Was planen Sie, Professor? Wie Sie sich immer noch normal mit ihm unterhalten? Wie... vor Ewigkeiten. Ihr werdet das lieben. Ich warte für die Geburt der ultimativen Kreatur. Die Mitochondria ist passed on from the mother. Ja, die Mitochondria ist von der Mutter. Aber sehen Sie, Traces, Spuren von dem Vater lassen sich auch da drin finden. According to Eve, laut Eve war ihre Schwester in Japan nicht in der Lage, ihr ultimatives Ziel zu erreichen, weil die väterliche Seite der Mitochondria eine Rebellion verursacht hat. Vor Eve, damit Eve es dieses Mal schafft, habe ich das Spermien ohne die männliche Mitochondrien-DNA erschaffen. Die Kreation war ein Erfolg. Eve ist jetzt schwanger mit Melissas Körper.
Schwanger? Schöne Augen hat sie, schöne Augen. Wie kann das möglich sein? Verdammt, wir müssen Eve töten. Lass uns gehen. Ah, ihr Menschen seid so schwach, so bescheuert. Ihr wart vielleicht in der Lage, hier einzubrechen und eure Sachen zu machen. Auf eure Art, bis jetzt. Aber die Sachen verändern sich jetzt. Ich werde euch nicht... ich lasse euch nicht einmischen. Hat er ja vorhin schon gesagt. Eve, kannst du mich hören? Du musst nicht warten. Nicht länger warten. Ich bin bereit. Was? Was zur Hölle? Von was redest du? Daniel, Maeda, weg! Oh, er wird das alles in die Luft jagen. Okay. So, ich verstehe, deine Mitochondrial Power erlaubt dir es nicht zu brennen. Warum? Warum hier bleiben und versuchen mich zu retten? Zuallererst bin ich mal ein Cop, ja? Und das ist mein Job. Schließlich bin ich ja ein Mensch. Wie ich sagte, Menschen sind so lächerlich. Oh, Clamkey. Oh, shit. Da muss ich doch wieder Medizin wegwerfen. Ja. Alles klar. Und da brennt der. Und wenn er nicht gestorben ist, brennt er heute noch. Selbst im Jahre 2018 sieht man ihn noch brennen. Okay, sind jetzt einfach aus dem Fenster gesprungen, oder was? The Clam Key. Öffnet das jetzt die ganzen unsichtbaren Türen da? Wo sie immer meinte, ich kann da nicht durch? Wahrscheinlich, ha? Okay. Wo sollte ich denn jetzt lang gehen? Ich glaube, ich gehe mal... Ich habe ja spontan eigentlich Bock, wieder nachzugucken. Nicht, dass ich jetzt hier sinnlos rumlaufe. Weil jetzt will ich auch nicht mehr hier lang schnaggeln. Jetzt soll er schon mal zu seinem Finale hier kommen. Das wollen wir ja schätzungsweise alle. Aber ich denke... Hier vielleicht? Wobei, ging die Tür schon Feuer auf? Ach shit, ich guck nach. Okay, wow, der im Video, der ist auch erstmal 30 Sekunden stehen geblieben. Er hat wahrscheinlich selber nachgeguckt. Hier guckt einer bei dem anderen ab, wie damals in der Schule. Ach ja, okay, ich muss hier lang. Mehr will ich auch gar nicht wissen. Also mehr habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Alles klar. Dann habe ich ja den Weg. Und dann schauen wir mal. Ich denke nicht, dass ich die... Dass ich da... mit der Karte an dem Glibberzeug vorbeikomme. Kann nämlich ja freischnibbeln mit dem Ding. Aber ich denke mal... Da wird wohl irgendwo... eine Ortschaft gewesen sein. So meint, yo, ich brauche einen Schlüssel und sowas. Wo da ja gar keine Tür war. Patschu! Okay, einmal heilen bitte. So, okay. Level up. Full recover, jetzt habe ich das auch gelernt. Interessanterweise erst nach dem Engelszustand. Okay. Aber da bin ich doch jetzt wieder hier, hä? Sicher, dass das richtig ist. War ich hier schon mal drin? Ja, klar. Oh mein Gott. Okay. Dann schauen wir mal noch in den nächsten Raum.
Ansonsten gucke ich mal wieder nach. Schon. Okay. So. Oh, ist der Mensch in Feuer umgefallen? Bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht hat er ja was. Nee, okay. So ist jetzt die Frage, war ich hier schon mal drin oder nicht? Das hier mal anhand der Frage, wobei, ja klar, Aging, genau, kam ich ja her. Hm. Ah, okay, fast, ich bin falsch abgebogen. Ich muss nämlich erstmal wieder aus dem Raum raus. Und dann direkt eine Runde, genau. Oder natürlich auch vorher kämpfen. Ja, keine Ahnung, kommt es mir nur so vor? Oder zieht sich das ganz schön hier mit dem Areal? Weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nicht in Stimmung für Kämpfe. Gott verdammt. Pachu! Pachu! Oh Gott, oh Gott. Nein, ich wollte jetzt eigentlich den anderen angreifen. Ja, egal. Die anderen beiden hätte ich ihn nicht gleichzeitig getroffen. Oh! Dafür sind sie aber dann doch gleichzeitig gestorben. Ziehen bitte. Sehr gut. Okay, und dann. Ja, wobei ist es eh voll. So. Hier, use Clamp Key. Das war dann doch eine richtige Tür hier. Alles klar. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit dem Let's Play Parasite Eve. In der nächsten Folge schauen wir uns mal hier um. Schauen, ob wir dann vielleicht mal gegen die Dinosaurier kämpfen dürfen, beziehungsweise müssen. Eher so müssen. Müssen und dürfen, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.